Ich habe drei Teams auf diese von mir vorbereitete Map gepackt. In dieser Dschungelwelt sind sie auf sich allein gestellt und müssen alle von mir vorgegebenen Aufgaben erfüllen. Glaubt mir, ich habe mir da ein paar fiese Sachen einfallen lassen. Wird jedes Team in der Lage sein, diese Rätsel zu lösen? Oder werden sie für immer auf dieser Dschungelwelt gefangen bleiben? Das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare, welches Team wird heute Platz 1. Und ganz wichtig, am Anfang von diesem Battle hatte niemand eine Ahnung, was mit ihnen passieren wird. Auch nicht, dass sie auf einmal in einem Flugzeug sitzen. Oh! Warte, was ist denn jetzt los? Oh, wir sind in einem Flugzeug, Bro. Es gibt eine Storyline. Sorry, Basti, der Captain da vorne. Was? Ja. Ich lieb's, Leute. Ich freue mich so sehr, dass das jetzt endlich stattfindet. Ey, wir stürzen es immer nicht ab, oder? Was, wenn wir abstürzen? Boah, ich kann's mir schon vorstellen. Oh nein, oh nein. Damit willkommen an Bord unseres Flugs Item Battle Force Chain. Ich bin Ihr Pilot für die nächsten Stunden. Ich danke Ihnen vielmals für das Vertrauen, um mit unserer Airline hier heute zu fliegen. Sollte es während des Fluges zu Komplikationen oder Turbulenzen kommen, bitte ich Sie einfach. Ich glaube, es wird nicht so kompliziert. Nee. Das wird schon gut gehen hier jetzt. Ich glaube, wir stürzen ab. Oh nein! Mike? Nein, nein! Entschuldigen Sie die minimalen Turbulenzen. Wir sind in unerwartete Schwierigkeiten geraten. Ich als erfahrener Pilot werde mein Bestes geben. Ich bitte Sie, auf Ihren Sitzen wieder Platz zu nehmen und ich danke Ihnen fürs Vertrauen. Danke. Hilfe! Sauerstoffmaske! Es kracht! Oh mein Gott! Digga! Der Koffer ist runtergefallen hier! Captain! Wir haben's überlebt, Bro! Wir sind abgestürzt! Wir müssen eine Feder finden. Okay, es geht los! Es geht los! Oh. Feder! Wir brauchen eine Feder! Oh. Kannst du was sehen? Jetzt, ja! Oh mein Gott! Oh. Ich kann nicht mehr laufen, mein Bein! Hier! Es kracht im Fall. Weg mit dem scheiß Vieh. Mann, nicht gedroppt, such noch eins! Und damit herzlich willkommen beim Special Force Chain Battle. Es sind alle drei Teams nach einem unglücklichen Flugzeugabsturz in einem Dschungel gelandet. Nun ist es ihre Aufgabe, ihre einzelnen neun Aufgaben, die sie so gesammelt, also die sie jetzt bekommen, einzusammeln. Das können verschiedenste Sachen sein, wie am Anfang zum Beispiel eine Feder. Aber glaubt mir, es wird mit der Zeit noch ein bisschen schwieriger. Das hier ist, by the way, die Bruchlandung, die ein bisschen... Naja, ich habe mein Bestes gegeben, alright? Ist das krass, was? Oh, wie cool! Bro, diese ganze Schneise hier hinten und so. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, das ist so cool, hä? Bro, er macht einfach einen kompletten Film hier raus. Ist das insane? Blockbuster, Junge. Alter. For real. Ich mach schon mal den Anfang einfach. Bisschen Farm brauchen müssen wir eh. Hab eine. Ich glaube, ich hab einen Huhn, ja? Strong. Ich box kaputt. Okay. Hab Feder. Oh, ich hab Papagei. Oh, Papagei aus. Ja, Papagei ist 100% Shot. Ah, er fliegt weg. Mann, soll ich den Tempel mal looten hier? Schon so. Hab Feder. Und ihr seht auch schon, Item Nummer 2. Wir befinden uns hier in der 1.20 mit einem Chiseled Bookshelf. Und ich bin mir sehr sicher, dass nicht jeder wissen wird, wie man dieses craftet. Da brauchen wir, was brauchen wir dafür, Bro? Wir sind am Arsch. Oh mein Gott, ich auch. Okay, ich gehe in den Tempel rein, einfach mal so, um zu schauen, was da ist. Nee, wie craftet man das? Ich habe Slabs und Holzplanks. Halt Planks und dann Reihe Slabs und dann wieder Reihe Planks. Hab's. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Hättet ihr es direkt gewusst? Es ist ehrlich gesagt auch gar nicht mal so teuer. Hat aber eben auch keine Bücher drin, sondern ist noch leer. Hast du also? Ja, hast ich, ich habe alles, Wir haben's. Das hier ist, by the way, unser Flugzeug, das im Verlaufe des gesamten Battles auch nochmal sehr, sehr interessante Sachen so beinhalten wird. Vielleicht wird da das ein oder andere Secret noch gefunden. Und die Chiseled Bookshelves werden jetzt erstmal gefunden und wir befinden uns teilweise schon bei Item Nummer 3, einem simplen Cookie. Okay, hast du Cocoa Bean? Ja, ich drop dir. Dann bau du das. Hier ist auch eine Crafting Table. Cookie, hab ihn. Ich sehe einen Tempel, Dingstempel, Dschungeltempel. Ich hab einen Dschungeltempel! Let's go! Okay, wo kriegen wir Weizen her? Hau einfach quick anbauen irgendwie. Weil ich mache einen Komposter für Ding gleich. Oh, ich hab Knochen! Ganz viel Knochen! Ganz viel Knochen! Oh.
baue Weiz, Samen. Oh mein Gott, ich habe Luck of the Sea 3 gefunden. Okay, das werden wir als Safe noch brauchen, ja, ne? Ja, 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 100%. Oh, ja, ja, okay, ja, warte, ja, ich komm zurück, ich komm zurück. Ich weiß nicht, ob das nur Deko ist oder bastelt sich hier irgendwas. Okay, ich hab Knochenmehl, Knochenmehl, Knochenmehl. Ich denke, das wird's sein, oder? Was wir brauchen. Good job, good job. Ja, 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 ja. Safe, safe, safe. Was brauchen wir sonst noch für Cookie? Ich glaube nur Kakao. Und denk so, hätte ich gedacht. Okay. Hier sind Kakao? Nee, da oh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, let's go. Let's go! Brown Stained Glass. Okay, wir wollen irgendwo in Sand. Kakaobohnen kriegen wir eh safe. Alright, es wird schon fleißig im Flugzeug gelootet. Checkt Kevin, dass das Eisenblöcke waren? Das wäre, glaube ich, auch praktisch, so einfach mal als Material. Wir haben jetzt straight up Eisenblöcke, Heiko, ne? Okay, das ist halt krass, ja. Bro, das ist so geil. Ich bin echt gespannt, was noch kommt, ne? Ja, was, ja, also, ja, was wir vielleicht jetzt schon vorbereiten können, was wir später schon brauchen werden. Mhm. Und auch wenn dieser Dschungel, by the way, unfassbar riesig aussieht, gibt es eine Sache, die im Verlauf des Battles vielleicht auch nochmal festgestellt wird, denn vielleicht erkennt ihr es schon mal. Das ist schon wieder ein Dschungeltempel. Und hier ist ja der Fluss. Der Fluss, der sieht ja da schon wieder sehr ähnlich aus. Und kann es eventuell sein, dass das schon wieder der Dschungeltempel ist? Und da auch? Kann es sein, dass wir eventuell uns in einer Unendlichkeitsspirale befinden? Und das vielleicht dann doch nur ein kleiner Ausschnitt ist? Hier. Wupp. Passt. Easy, let's go. Melone kriegen wir schnell, Melone? Oder? Melone? Kann ich machen. Komm her, komm her, komm her. Boots. Let's go. Ja, Mann. Oh, hier war einer, Man. Oh, hier Richtung Süden irgendwo. Oh, ja, ja. Okay, ich hol mir. Ja, yeah. Hast du Farbstoff? Braun, ja, ne? Ja, hab ich schon. Schalter gibt's hier. Das letzte Glas. Oh mein Gott, hier hinten ist, oh mein Gott, Veto, das war so schlau von mir. Ich mach Glas. Hier hinten sind, Barrels. Mit Melone! Mit Eisen und so. Melone hab ich. Okay, achso, nee, Block. Warte, ich crafte. Ja, ich mach mal ein paar Tools, glaube ich. Hab, Enderperle, da war ein Enderman. Da war doch einer. Okay, nice. Oder vielleicht ist sie hier drin? Ne, hier ist auf jeden Fall Melon, Gold ist hier, Kuchen und so. Oh, Fabo hat da was ganz Interessantes gefunden. Also es gibt auf jeden Fall unfassbar geile Blöcke noch im Flugzeug, ne? Das dürfen wir nicht vergessen, da gibt es richtig viel. Ich nehme hier auch vielleicht mal Kupfer schon mit. Safe brauchen wir das irgendwann. Ja, ja, aber nicht zu lang, glaube ich, warten. Also wir sollten, glaube ich... Ja. Tja, und Fabo und Veto bei der Enderperle, genauso wie Heiko und Wichtiger. Welches Team wird es wohl als erstes schaffen, eine Enderperle zu bekommen? Vielleicht in eine Höhle gehen, auf Nacht warten und dann erstmal hoffen, dass ein Enderman auch droppt. Okay, wir haben 6 Glas und 5 Glas. Okay, so einfach einmal rum und dann Kakao. Hast du Kakao? Ja, also Farbe müssen wir machen. Ja. Ja, hier. Okay, boom, wir haben's. Melone. Hab ich. Oh, ich hab die gegessen. Oh mein ich Gott. Ich kann die craften, warte. Boom, Enderperle. Geil. Bro, what? Kevin guckt sich nochmal das Flugzeug ein bisschen genauer an. Kann der das denn mit Tafel sein? War das Eisen? Oh, hier sind Eisenblöcke. Aber hier hinten haben sie noch nicht das Secret gefunden. Hier, wir können uns Werkzeuge machen. What? Okay, krass. Geil, geil, geil. Hier ist auch ein Redstone-Block. Oh, es hat bis jetzt nur das Team 1. Nur Fabo und Veto haben bis jetzt das Secret gefunden. Boah, das ist eine geile Höhle, aber ich hab einen. Come on, er wird gönnen. Das habe ich ganz, ich habe das im Gefühl jetzt. Come on. Ja! Let's go. Nice. Heiko und Wichtiger haben eine Enderperle bekommen. Heftig. Damit führen sie jetzt. Haben sogar noch einen zweiten Enderman hier. Und Heiko checkt natürlich direkt, für Blackstone muss er nicht in den Nether gehen, denn der gesamte Boden hat sich zu Blackstone verwandelt. Kennst du, ich soll schon mal Creeper farmen für irgendwie TNT-mäßig oder so? Ich habe überlegt, ob ich vielleicht schon mal angeln gehe, weil letztes Mal war ja übelst die Psychose mit dem Angeln. Ich kann mir vorstellen, aber dass es nicht explizit wie der Angel sein wird irgendwie. Ja, glaube ich auch. Hier ist eine Kuh, die töte ich schon mal. Obwohl, vielleicht nicht töten. Ah, vielleicht Milch, ja. Ich baue sie mal ein, vielleicht brauchen wir Milch irgendwann. Haben wir jetzt schon irgendein Pattern oder so, was es sein könnte, wo wir hingehen oder also, so? Ich habe ein Pattern, ja, aber also also ein Dschungel-Smithing-Template, aber nee, was du jetzt meinst, nee, glaube nicht. Tja, Wichtiger ist auch schon mal fündig geworden, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Diamanten. Also den findet Heiko aber erstmal Red Glaze Terracotta. Haben wir irgendwo roten Farbstoff? Also ich habe keine, ach, oh mein Gott, wir haben doch, hast du Bommi mit, oder? Ja, ich habe Bommi. Okay, aber das ist nicht in der Kiste, oder? Er wird sich vielleicht darüber ärgern, aber das Flugzeug besteht aus roten Terrakotta. Heiko, du könntest einfach den Block hier abbauen und in den Ofen packen. Bro, hier ist direkt Ding. Wir brauchen nicht mal Farbstoff. Nice. Huch. Okay, Boom. Ich bin gespannt, was im Spawner drin ist. Wait, das haben wir gehabt. Wait. Bist du, oder? Ja, ich hab's gedroppt gerade vorhin. Soll ich kurz zurücklaufen oder weil beim Dschungeltempel ist ja auch genug. Beim Spawner einfach. Wenn du hast recht. Wait, ja, hä? Oh mein Gott, okay, warte, ich hol. Hier ist halt eine Höhle, in die, also diese Schlucht, glaube ich, ist es, was du meintest. In die würde ich mal reingehen, da sieht es aus, als könnten da geile Leute, also Atzen spawnen. Das hätte ich auch craften können, die mal was passt. Let's go! Nice. Wait. Crafting a new look. Oh, ich mach. Und geil. Sie haben ich hab einen Spawner. Das erste Achtung 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 Achtung
ein neues 1.20 Achievement, Crafting a New Look, wenn man einfach ein Rüstungstemplate benutzt. Es gibt, glaube ich, 7 neue Achievements. Die werden wir heute auf jeden Fall auch noch mal ein paar Mal sehen. Hast du geiles Essen? Ich komme eigentlich nach oben. Ich ernähre mich gerade von Rotten Flesh. Okay, ha, nicht ja, so geil. Könnte besser aussehen. Boom! Oh, mach ich auch direkt, warte. Geil. Boom. Oh, Enderman. Oh mein Gott, bitte. Hab ich Boot? Ja. Komm, wo, bitte? Nein, er will nicht ran. Er muss droppen. Veto, Beatty. Okay, er sitzt drin. Ja. Okay. Oh mein Gott, Polish Blackstone. Okay, mach ich. Ist am Spawn. Team 1 mittlerweile jetzt auch Enderperle geschafft. Das ist so der erste kleinere Endboss. Der kleine Zwischenboss. Es geht jetzt weiter mit Blackstone. Das kriegen sie auch so weit hin. Deswegen nur noch Kevin und Stegi bei der Enderperle stuck. Haben wir einen Stone Cutter? Hab Red Glaze Terracotta. Ich hab roten Terracotta. Mach auch ich. Hab. Geil. Ei. Oh. Wird das der nächste kleine Mini-Endboss? Ein Ei. Da müssen die Hühnchen mitspielen. Frostbird habe ich auch hier. Dann crafte ich das einfach. Mossy Cobblestone ist auch hier beim Tempel. Das ist ein Dschungel, ja. Hab ich. Crafting a new look. Das ist mit Armor Trim, oder? Ja, das hört sich gut an. Boom. Bambus Planks kann ich auch machen. Ja, so. Hab ich. Oak kann ich auch machen. Ja, komm. Ich mach alles, Veto, ich mach. Okay, nee, ist okay. Ei, ist okay. Huhn. Ich hab Enderman! Was? No way! Warte, ich muss aber Leben restoren. Ich hab 2 HP. Komm! Nein! Oh nein. Geh doch rein! Er ist drin. Ich hab ihn. Oh mein Gott! Er muss droppen. Du hast nicht das Boot direkt bei ihm gesetzt? Oder let's go! Ich hab's! Ja! Stark! Alle Teams haben die Enderperle. Blackstone Wall. Ich nehm Blackstone mit. Hast du oder brauchst du? Das ist bei dir ist kein Blackstone, das ist Deep Slate, oder nicht? Achso, ja, kann sein. Red Glazed Terracotta. Stegi. Also, Bro. Komm, das Stegi. Komm drauf. Ja, es ist neben dir. Wo wir das herbekommen können, Bro? Nee, google mal. Ah, nee. Im Flugzeug. Ja? Cool. Okay. Yeah. Hi. Oh. Sweet Dreams. Nein, ja. Im Tag. Das ist ein nicer. Ich craft auch direkt. Ja, dann perfekt. Digga, es wird zu flint, ich werde nicht mehr. Digga, einmal in meinem Leben will ich nicht, dass ich flint werde, es wird zu flint. Alter! Ist das scheiße. Boom, boom. Bam, boom. Wir haben's. Crafting a new look. Was heißt das? Einfach eine neue Klamotte oder was? Wahrscheinlich schon, ja. Ich denke, irgendwie färben oder sowas, denke ich. Und zack, zack. Gold. Ey, ich weiß nicht, ob da gemeint ist. Wir haben's. Sehr, sehr gut, okay. Was könnte noch drankommen? Was ist so... Ich glaube, wir sind wirklich sehr gut vorbereitet jetzt. Ja, mit den ganzen Sachen, die du schon hast. Mal, ich call dir etwas, okay? Ja. Eines der nächsten Items ist zu 100% ein Fernrohr. Aus dem einfachen Grund. Im Flugzeug waren 2 Amethyst-Shards. Deswegen hol dir schon mal Kupfer, ja? Der Fuchs. Ich hab. Alles gut. Okay, ja, ich hab auch gerade. Hier rein. Also ich call it, es wird passieren, Hakon, es wird passieren. Block of Bamboo und dann... Haben wir. Nice, Boss. Oaklock, mach ich. Ja, okay, hab ich. Okay. Haben wir? Ja. Ein Ei, geil, das, hier ist irgendwo ein... Chicken. Ein Chicken, ja, ich such's nochmal. So, die anderen Teams haben jetzt keine andere Wahl, als auf die Nacht zu warten. Deswegen haben gerade wieder alle die Möglichkeit, an denselben Stand zu kommen. Aber diese Zeit, während man warten muss, die ist jetzt wichtig, um die Effizienz zu nutzen. Also eventuell schon mal für Materialien oder Sachen, die man vielleicht später gebrauchen könnte. Farm bauen oder ein bisschen schon, weiß nicht, Holz holen, Tiere, Farm ein bisschen erweitern. Pritch. Ja! Oh mein Gott, wie lucky, jawohl. Bro! Oh mein Gott! So, und das ist jetzt halt gut. Es wird genau jetzt Nacht. Und Team 2 hat es rangeholt und ihr seht, alle sind aktuell bei Sweet Dreams angekommen. Ey, ich wünsche dir so eine gute Nacht, Heiko. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Oh, ich hoffe, du hast den schlimmsten Traum, den du je in deinem Leben hattest. Die sweetesten Dreams. Komm. Jawohl! 10 Melonen! Okay, das ist halt krass jetzt. Auf geht's. Okay, hab. Nice. 10 mal Melone. Ey, egal wie die anderen sich anstellen, ich finde, wir machen es echt gut bis jetzt. Ja, finde ich auch. Man muss auch immer einfach mit dem zufrieden sein, was man bekommt. Okay, 10 mal Melone. So, okay. Bumm. 10 mal Melonen. Nee, 10 mal, genau. Boah, ich suche auch mal. Wir müssen fahren gehen, ich glaube am Strand wieder. Sind sehr viele. Ich muss halt das aber auch Problem was essen. Ist. Fun Fact, ein Melonenblock droppt 3 bis 7 Scheiben. Boots! Armor Sand, machen wir. Craft du schon mal? 6 Stück habe ich. Hier, ich droppe dir. Ja. Liegen da? Liegen? Okay, warte. Boah, okay, Armor Stand, okay.
Exposed Copper? Okay, ich brate. Bro, jetzt kracht es. Jetzt wird's wieder ein bisschen zeitintensiv. Da wird wohl ein bisschen Zeit verbracht werden. Davor war es noch eine Quarz-Lab, die ist hier schon doch sehr einfach zu finden. Und jetzt braucht man ein bisschen Copper. Drei habe ich. Das reicht perfekt, oder? Ja, hier. Drop, 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 drop. Amos, okay, lass zurück, oder? Okay. So, crafted. Nice, exposed Copper. Ich habe Kupfer schon ein bisschen eingesammelt. Ich habe 11 Stück. Wir brauchen da, glaube ich, 11 Stück des Gebratenen, oder? Ja. Oder ist exposed Copper? Ja, genau. Wir müssen es halt sogar, glaube ich, halt so dingen zu lassen. Also wir müssen es so halt schimmeln lassen mäßig. Okay. So, crafted. Nice, exposed Copper. Ich habe Kupfer schon ein bisschen eingesammelt. Ich habe 11 Stück. Wir brauchen da, glaube ich, 11 Stück des Gebratenen, oder? Ja. Oder ist exposed Copper? Ja, genau. Wir müssen es halt sogar, glaube ich, halt so dingen zu lassen. Also wir müssen es so halt schimmeln lassen mäßig. Hier ist halt die Frage, wer kommt da am besten, also das wisst ihr selber auch, es ist am schlauesten, mehrere Kupferblöcke direkt aufzustellen, damit sie schneller oxidieren. Wenn man ein größeres Pattern an Kupferblöcken eben in näher, so mal in 3 oder 4 Blockabstand aufstellt, dann oxidiert dieser einzelne Block wesentlich schneller. Mal sehen, welches Team das so machen wird. Bitte, ist das richtig? Okay, nächster. Quarz Lab, easy. Okay, hier, hab. Copper. Mach du. Mach ja. Copperblock. Pam. Platzier. Ja, das Lustige ist, wenn wir mehrere nebeneinander setzen, dann machen die, also oxidieren die schneller. Nein, langsamer. 100% langsamer. Weißt du? 100% langsamer. Okay, eins von beiden war es auf jeden Fall. Fuck, ich wollte schlau wirken. Du musst mindestens 5 Abstand halten, damit die langsam, also schnell oxidieren. Ja gut, Favo. Ja, nee, war Test. Alles gut. Favo ist der Imposter. Also es ist so, wenn die sehr nah aneinander sind, also die sind jetzt schon zu nah, glaube ich, dann oxidieren die viel langsamer. Ja, dann bau die ab, dann lass die mit drin abbauen. Lieber nicht, weil jetzt sind sie schon platziert. Oder welchen hast du neu platziert? Ich glaube, der hier ist der letzte. Okay, dann baut den auf jeden Fall ab. Also ich weiß nicht, ob es beim ersten Tick auch so ist, dass der langsamer oxidiert. Oh. Aber ich weiß auch, die 9 weiteren Ticks dauern viel, viel langsamer, wenn die aneinander sind. Ist das geil. Ist ein bisschen weit. Digga, so smart einfach. Sticky Pfeife. Ich bin mir nicht sicher, also ich weiß, dass es so, ja. Der zockt doch öfter. Digga. Der ist doch süchtig. For living, Digga. Interessante Nebenbeschäftigung. Hier wird immer Zuckerrohr angebaut, hier wird geangelt. Wichtiger ist noch nebenbei in der Höhle. Farmt wahrscheinlich auch noch mal ein paar andere Sachen. Wir haben einen. Ja. Geil. Bau ab. Barrel. Boss, kann Barrel. Ich bau ich ab hinten? Ich kann auch einfach craften. Nee, ich baue hier einen ab einfach. Geht schneller, oder? Nee. Fuck, okay, take aim. Hast du die Strings noch? Einen nur. Ich habe 2. Oh, sie haben's! Insane! Fabio, wir haben einen Block. Oh mein und Gott, Barrel geil. Haben wir in der Kiste, in der Kiste. Okay, take aim. Ich habe einen Bogen in der Kiste, Ja, Hab ich. Schieß, reicht das, wenn du ein Schaf anbeschießt oder so? Oder warte, ich bin gleich da, schieß mich ab. Ich mach Q einfach. Okay, schön, Bookshelf. Haben wir alles? Willst du mein Ziel sein? Ja. Boss. Leder, Zuckerrohr. Wir haben den ersten. Ey, der ist exposed. Der. Das ist der richtige. Let's go. Was? Oh yes. Mein Gott. Ey, Barry, okay, ich crafte. Ja, ja, oh, ich bau ab. Yes. Ja, let's go. Junge, wie gut. Okay. Heiko, ey, ich dachte erst, der erste muss. Also, wir bauen 2 Stufen oder so. Ja. Hab. Aber geil. Take aim. Kann ich machen. Mach. Go. Liegt. Geil. Und boom. Let's go. Bookshelf. Okay, jetzt kracht's. Das ist... Okay. Woher? Es gibt ja verschiedene Wege, wie man an das Bücherregal rankommen muss oder kann. Zuckerrohr gibt es auf jeden Fall auf der Map. Papier kein Problem. Leder über Kühe, okay. Oder man benutzt einfach die verzauberten Bücher und nimmt einen Trade an und sagt, okay, ich verzichte darauf, dass wir gute Enchantments haben und trade dafür das ein und habe dann unenchantete Bücher und mache mir daraus das schneller. Muss man jetzt nicht überlegen. Das ist jetzt die Entscheidung. Okay, nächstes. Acacia ist im... Haben wir. Ja, ich lauf hin. Fabo und Veto haben das Bookshelf. Und er weiß, dass wir das haben. Is it a bird? Amethyst, irgendwas angucken, ne? Amethyst und Copper und Vorgang schon. Haben wir. Ah, ja, sehr schön. Bamboo Hanging Sun, haben wir. Wir müssen einen Papagei mit einem Fernglas angucken, glaube ich. Deswegen ist auch da. Der Amethyst hier drinne. Amethyst und 2 Kupfer, glaube ich, oder? Dann suche ich den Papageien, ja? Ja, wäre gut, ja. Ich hab einen! Ich hab wirklich einen! Okay. Sag wohin? Einfach beim Flugzeug diese Trail runter, ja. Ja. Minus 70, 20. Armin! Geil, Boss, Bamboo hängt sein, okay. Ja, da ist es. Best Friends Forever. Lass einen Papagei, wir hatten ja noch einen. Papagei ist, ja, der ist hinten am Boot dran. Ich hör ihn schreien, Kollege! Hol ihn dir. Papagei geht auf jeden Fall. Hallo?
Boah. Doch, vor allem, oh ja, stimmt. Ich nehme den Kollegen mit. Hab ich auch. So, ja, Veto. Wir haben sogar einen. Redstone-Lampen waren nämlich hier. Das war im Cockpit. Da muss man auch erstmal kommen. Schwarze Wolle haben wir dort hinten. Und jetzt geht's um den Crossbow. Ah, ja, ich weiß auch nicht, wie es geht. Wie heißt das? Hallo? Ja, Tripwire-Hook haben wir. Haben wir von, dem Tempel. Mach du. Rein theoretisch könnten wir halt einfach auch angeln. Oh mein Gott, sollten wir wirklich? Ich glaube ja, oder? Ey, I mean, wir haben das Luck of the Sea-Buch, das wollen wir eh nicht disenchanten. Also for real. Also ist halt, also ja, einer von uns kann angeln. Hast du einen Pfeil, Bro? Nee, muss drin liegen. Doch, hab ich hier. Drop. Schieß. Ich schieß. Ich hab. Okay, stark, ich bleib oben dann. Fern. Oh mein Gott! Ich hab. Safe? Ja. Nee, ich hab auch. Okay, Stein. Bitte ist da noch Stein. Ja, wenn nicht, dann schmelzt er schnell, oder? Weathered Cut Copper aus. Was ist denn das jetzt? Brauchst du noch mehr Bambus, Bro? Ich glaube, reicht. Okay. Ham. Boss. Best Friends Forever. Nein, wir brauchen wieder einen Cookie. Oder ist das? Nee, okay, kein Cookie. Ups, ich bring den um. Wir müssen, glaube ich, einen Papageienzähm. Wer hat's gedacht? Ja, okay, wir haben. Es geht weiter. Wie macht man diese Cut Slab? Mit Copper. Muss man den Block abbauen und dann die Slab machen oder wie? Ja. Oh, willst du vielleicht? Ja, perfekt. Redstone Lamp. Okay, zurück. Die haben wir in der Base. Es weathered. Eisenspitzhacke. Ist das schon der? Ja, mach mal Stonecutter. Hä, ich dachte, du hast den gerade gemacht. Nee, ich bin geschoben. Nein, die werden gebreakt. Hier. Stich. Okay. Aber guck, ob das... Dispenser ist drin Bogen, eigentlich. Oder? Nee, wir haben einen. Seagrass. Ich mach, mein Seekollege. Also Team 1 macht's unfassbar gut. Die ballern gerade richtig, richtig durch. Mal sehen, ob sie eingeholt werden können von Team 2, die jetzt hier beim Black Bat sind. Black Bat? Oh mein Gott. Okay, mein Gott, ist das geil. Alter, wir sind ein Race, sind wir. Digga, schön. Zack. Jo, was jetzt? Old Betsy. Oh nein, Celtics. Hab? Nein. Birds and Bats. Mach. Hast du? Ich mach. Jo. Let's go. Bro, ich hab grad einen Flame und Power 3 Bogen geangelt. Bro. Angelst du im großen Gewässer? Ja. So, Team 3 verliert ein bisschen den Anschluss momentan, weil das Bookshelf echt dauert. Aber dann wird's scheiße. Weins hab ich. Weins. TNT hab ich nicht. Aber ich hab Gunpowder von gefarmt. Nice. Kann ich einfach? Ja, bitte. Ich mach TNT. Achso. Haben wir. Ich hab Goldnuggets gefunden in diesem Geheimraum. Und weiter. Stripped Oak. 4x4, ich mach das. Decorated Pot. Ich farm, du weißt, Bricks. So, selbst das wissen sie, wie man das craftet. Okay, passt. Neues 21 Item, der große Pot. Boah, wir haben so gute Pace, glaube ich. Du machst den jetzt, oder? Den Pot? Ja. Ja, ich brauch noch zwei. Ich gehe dann auch wieder zurück. Ich glaube, das nächste Item. Okay, ich fahre ein bisschen Sand. Cake. Kiste. Ich hab Eier. In der Kiste ist der ganze Kuchen. Ach so. Hä, wo ist der? Von dem Raum. Den wird auch jeder haben, glaube ich. Kohlblock ist hier irgendwo. Wir haben genug Kohle, safe. Stimmt, hast recht. Er hat es nicht mitbekommen. Da ist aber jemand gespawnt. Ich weiß, wo das Loch war. Villager ist gespawnt. What the hell? Ich hab jetzt. Dann kannst du oben weitermachen, schnell. Dann muss ich meine Eins sein. Moin. Fern. Warum eine Schere? Danke. Warum? Er checkt den Villager nicht. Warum guckt er sich den nicht an? Ab. Sie machen einfach die Aufgaben weiter. Blitzeinschlag. Okay. Machst du? Ich hab Koppe in den Ofen gemacht. Das müsste eigentlich ready sein sogar. Ja, interessant. Ja, ich glaube, ich sollte den Atzen mal... Salmon! Warum nennt man das eigentlich Salmonellen? Ja, wegen... halt Lachs, weil die das haben. Echt jetzt? Oh, wir brauchen 50 Melonen für ein Sniffer-Egg. Er hat's jetzt endlich gecheckt. Melonenblöcke? Ja. Er hatte die Aufgabe, nämlich ich gehe zum Flugzeug. Mal sehen, ob es die anderen so mitbekommen werden, weil eventuell wird es noch mit dem guten Kollegen, dem neuen Monster aus der 1.20, was zu tun geben, mit dem Sniffer. Man muss ihn natürlich noch nicht spawnen. Ich meine, die Aufgabe sagt es noch nicht vor. Momentan geht es um Salmone Cotto. Okay, ist jetzt die Frage... Weathered Cup Copper Slab. Müssen wir... Den, den oxidierten da hinten in den Stonecutter, oder? Mhm.
Können wir gucken. Er ist zu weit. Vielleicht den anderen. Ich weiß nicht, ob das unterschiedlich ist. Es gibt, glaube ich, mega viele Level. Der ist ein Oxidized Cut. Soll ich schnell gucken? Ich gucke schnell. Ich glaube, das passt schon mal. Wenn wir ihn hier machen, Broken, was dabei rauskommt, dann kommt das bei raus. Aber wir können ihn einmal abkratzen. Stark! Ja, das ist es, oder? Ja. Boss! Oh, perfekt. Boss, Dispenser. Redstone? Oder vielleicht, wenn stark, vielleicht denken sie daran, die Fallen aus dem Dschungeltempel, das sind auch Dispenser. Sogar mehrere. Vielleicht kommen sie da drauf. Da müssen sie nämlich gar keinen craften. Gab's irgendwo Kelp in der. Ich hab grad Enchanted. Oh mein Gott, Heiko. Ich hab ein Enchanted Buch geangelt. Ich kann nicht mehr reden. Oh mein Gott. Das kracht. Oh mein Gott! Digga, was? Ding. Ja. What? Disenchant, Bro, Disenchant. Alter, ist das krass. Ist das krass? Oh mein Gott, wie krass. Lass aber Efficiency da, okay? Ich glaube, es ist zu spät. Okay, dann. Ich glaube, ich hab schon. Oh, im Flugzeug! Oh ja, hab. Let's go! Ist aber bald. Angucken! Ja, hier. Guck mal hier! Warte, Papagei? Papagei! Wie sie sich freuen! Was? Hä, wie cool! Was? Das ist nicht passiert, ey! Du hast sogar gecallt, Mann! Ich hab beides gecallt, ne? Beides. Sehr stark. Papagei und Fanrobby, krass. Ist das geil! Junge! Holy! Okay, aber das haben sie ja auch direkt. Ich hab schon. Das machen sie so viel schneller als die anderen. Zusammenhängenden? Ich weiß nicht. Sehr stark. Die erste Stunde ist rum und es sind auch alle sehr eng beieinander. Kannst du craften alles? Oh. Das ist Quarz, oder? Seegras, nice. Such echt mal jetzt mal Lohn weiter. Ja, mach ich. Anvil können wir machen. Geil. Mach ich, ja. Sehr, sehr geil. Boah, ich glaube, das ist huge, dass wir den Instant haben. Haben wir? Kiste? Haben wir. Lilypad haben wir nicht. Oh. Bei Team 1 muss jetzt mittlerweile auch geangelt werden. Also, ihr wusstet natürlich, dass es nicht komplett ohne Angeln geht in so einem Battle. Das könnte jetzt ein bisschen dauern und die anderen Teams könnten jetzt wieder ein bisschen aufholen. Während aber Stegi und Kevin nicht wissen, dass sie mit Seegras erzeugen können. Hier ist kein Seegras in den Flüssen. Das müssen sie von selbst wachsen lassen und dann mit einer Schere abbauen. Ich hoffe, dass sie darauf noch kommen. Ja, Stegi. Warte, ey, mach mal, kannst du Schere nochmal reinmachen? Ah, ich hab Schere. Ja. Okay. Ah, Boss, okay. Dann wird das wahrscheinlich so eine Late-Aufgabe, weißt du? Damit jetzt die ganze, also damit wir jetzt so wirtschaftlich drauf vorbauen, weißt du? Checkst du? Ja, alles so. Also der Village ist jetzt machen. Da und nebenbei müssen wir diese Melonen hochfahren. Genau. Und du musst jetzt Lilly verdammeln. Es wird jetzt gleich das kniffligste Item im gesamten Battle kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer es hinbekommen wird darauf. So, komm, es wird sehr spannend. Welches Team hat das meiste oder das größte Vanilla-Wissen? Das wird sich gleich zeigen. Oh, ich hab einen, ja! Yes! Oh mein Gott! Juhu! Ey, in der Kiste, Bro, in der Kiste! Redstone Lamp! Boom! Let's go! Wir haben ein schwarzes Bett! Ja! Wait, okay, jetzt klar. Dschungeltempel, Armbrust schießen. Warte, ich hol die Tripwire-Hooks. Wird geschossen. Boom! Granit haben sie. Oh, okay, warte. Ich hab ne Schere, ich geh suchen. Das scheint wohl nicht, ist wohl nicht so fern, das Item. Let's go. Ich find's nicht. Boom! Let's go! Oh! Weathered Copper Snap! Weathered Copper! Zack, zack! Warte, wir brauchen drei. Ah ne, Weathered Cut Copper, sorry, ich hab getrollt. Boom. Geil, das Spitz haben wir auch schon. Komm, guck rein. Wo, in Kiste? Da! Hops! Oh, warte. Können wir machen? Das hier? Ja. Hast du Baumehl? Ich hab Bow. Nein. Hier ist eins. Geil. Aber ich hoffe, das gibt kein großes. Warte, wir machen mal tiefer. Ah, nee, nicht tiefer. Das ist Quatsch. Bumm. Oh, wie krass. Sie machen es unfassbar gut. Sie holen gerade insane gut auf. Während die anderen, jetzt sind sie gleich auf. Mit Team 2 und Team 3 wieder gleich auf. Jetzt geht's ums Breeden. Warte. Was genau müssen wir machen? Breeden. Bumm. Oh. Da hinten. Come on. Bumm. Hams. Zack. Weins habe ich. Ling irgendwo. Ich mach. Hab. Let's go. Bam. Bam. Weins. Boss. Ich mach Schere. Ja. Gib mir. Ich hab auch, glaube ich. Okay, warte, ich hab TNT. Oh, wir haben TNT gefarmt. Gunpowder. Also direkt wieder los. Boah, Team 2 und Team 3 beide bei TNT. Team 1 angelt immer noch nach einem Lilypad. Da läuft's aber gerade auch nicht so. Hat gedroppt. Ich crafte. Let's go, geil. Oh mein Gott, Heiko. Boom. Oh, wait. Das hatten wir doch auch, oder? Oder nicht? Nee, hatten wir nicht. Aber wir haben doch alles, glaube ich, dafür da, ne? Ja. Einmal Gold zu Nuggets machen und Crafting Table. Boots, Hubs. Stripped und Wood mache ich auch direkt. Das wird zusammen gecraftet, ne? Ja, genau. Ding. Zack.
Okay, da musst du jetzt carryen. Ich hab keine Ahnung, wie die geht, Heiko. Einfach nur drei Clay. Also vier Bricks, wir wollen Clay. So, und alle Teams haben ja aus dem hinteren Teil, aus dem Frachtraum, auch den Kuchen jeweils mitgenommen. Ich hätte mich auch gefreut, hätten wir heute noch ein bisschen Kuchen-Back-Action bekommen. Aber gleich wird auch der Villager, der Dschungel-Villager hier spawnen, mit dem Sniffer-Egg. Ich bin mal gespannt, wie drauf sie reagieren werden. Nachdem es Veto nicht direkt gecheckt hatte, bin ich mal sehr gespannt. Denn es kommt auch die Aufgabe, komme zurück zum Flugzeug. Ich hätte einen Repeater jetzt durch den Dschungeltempel, ne? Ja, das wäre... Oh, den haben wir da! Oh! Das haben wir auch, oder? Nee. Ich würde Heiko ihn sehen? Der legt sich einfach ins Bett. Fische vielleicht. Keiner sieht ihn. Wait, Block of Coal ist doch... Er sieht ihn, niemand sieht ihn. Sacko! Oh! Drei Kopper übereinander. Ingots. Ich bin Base, ich mach. Hab. Den haben wir auch, Heiko, den haben wir auch, den haben wir auch. Bist du drin? Nee. Digga, ich sehe halt nicht, wenn ich nach oben baue, was ich abbaue, ne? Es kann sein, dass ich jetzt einfach gleich entspannt so ein Gravel suffocate. Ja, aber dann einfach perfekt, ja. Ey, das gibt's nicht. Ja, ist das scheiße. Die sind so im Tunnel, die kriegen das nicht mit. Haben wir? Heiko? Ja. Oh! Oh mein Gott! Nein, der ist nicht verbraucht. Oh. Oh nein. Okay, lass braten nochmal, Oh, ist das nervig. Oh, den hab ich, Heiko! Den hast du! Digga, der chillt einfach ein Villager in deren Bett. Okay, alles gut. Haben wir sie wirklich? Haben wir? Nein! Sie sind vorne! Sie sind Erster! Haben wir auch? Digga! Was geht jetzt ab? Was passiert hier? Junge! Was? What the hell? Okay, das könnte jetzt krachen, ne? Klingt das zu. Warte mal. Wie macht man das? Grün und blau. Gleich werden sie es verstehen. Gleich kommt das heftigste Item. Das. Okay, das könnte jetzt krachen, ne? Klingt das zu. Warte mal. Wie macht man das? Dazu brauchen sie ihn hier. Grün und blau. Dazu brauchen sie ihn. Wie kommen wir an grün? Weil blau haben wir. Tja, wie kommt ihr an grüne Farbe, Jungs? Wie kommen wir an grün? Besser gesagt, vielleicht kommt ihr direkt an Zyanfarbe. Also green oder lime? Green. Okay. Jungs, er läuft an ihm vorbei! Gibt es halt irgendwo, aber... Oh, ja. Eine Pitcher Plant ist nämlich Eine Zyan. Frage, Heiko, woher kam eigentlich er hier? Digga? Hä? Der tradet einen Sniffack mit Melonen. Oh mein Gott, okay, lass Melonen direkt farmen. I guess, auf ja, nebenbei. Aber woher bekommen wir jetzt unsere Cyan Wolle? Boah, I don't know. Lass mal versuchen, irgendwie Melonen. Lass den mal einbauen. Versuchen, Melonen zu farmen. Und dann. Warte, mach den kurz hier rein. Ja, ich kann einfach so machen. Oh, der Sniffer, wir brauchen das. Die Blume vom Sniffer droppt. Kann man Cyan Farbstoff herstellen? Was? Oh mein Gott, ist das geil gemacht. Ja, wir brauchen Melonen. Wir haben 7 Melonen bisher. Okay. Hat gedroppt! Ist ein Backpack. Ist ein Backpack. Ja, das ist das Knifflige. Nämlich ein Sniffer kann dir zwei verschiedene Pflanzen geben. Diese Pflanzen geben dir am Ende einmal orangene Farbe und einmal Cyan-Farbstoff, wenn du sie vercraftest. Das bedeutet, dass der Sniffer mehr oder weniger das Ziel oder mehr oder weniger der Weg zum Cyan-Farbstoff ist. Das muss man aber jetzt erstmal checken. Der ist nicht ohne Grund da. Und eventuell werden jetzt alle Spieler, wenn sie es nicht wissen, die komplette Map absuchen. Mal sehen, es ist eigentlich vor ihren Augen. Glistering Melon Slice, dafür brauchen wir Gold, ne? Gold und eine Melone. Ja. Ich mach schon. Weiß nicht genau wie, aber... Boss. Boss, stripped Oakwood. Ich stehe an Oak, wenn du mir eine Axt gibst, dann kann ich machen. Hast du? Wo du weißt, ne? 2x2, glaube ich. Ach so, das ist das, okay. Haben wir? Boah. Decorated Pot brauchen wir Clay, oder? Ja. Genau, also nur Clay, glaube ich sogar. Ich hab schon. Hier im Kreis einfach. Hey, war in der Kiste, ne? Ich gehe Kiste hinten. Ja, in der Kiste. Nautilus-Shell geangelt. Ja, aber nicht. Das ist noch seltener. Ja, das ist halt sowas, was man halt... Ja, wir müssen halt hoffen, dass wir es brauchen noch, ne? Oder dass es noch kommt. Ja. Und jetzt gleich kommt er. Jetzt müssen sie gleich... Geil, Block of Coal. Boah, ist der hier irgendwo zufällig? Ich glaube, den müssen wir jetzt craften, oder? Stegi? Ja, probably. Wie viel Kohle haben wir denn gerade? Gar nichts mehr, glaube ich. Oder guck du mal, ich gehe schon mal in die Höhle da hinten. Ich habe einen Villager. Oh, what? 50 Melonen ergibt uns ein Sniffer-Egg. Oh mein Gott, wir brauchen noch 50 Melonen. Oh, wir haben genug. Okay, ich hole. Let's go. Dann platziere einfach direkt, weißt du? Ja, kann das runterfallen, das Ei? Nee, aber platziere es einfach auf einer safen Fläche, oder nicht? Ja, okay, dann können wir das noch austauschen mit Moos, wenn wir Moos hätten. Ja, hab, warte. So, boom.
Das ist meine Maus. Zack, hab. Guckt Salmon, angeln. Ich habe gerade gesehen, wie viel so Trödel man angeln kann. Das ist viel, den ich noch nicht hatte. Ja, und wir brauchen halt genau Lilypad. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Heiko, und wichtiger, stabile Melonenfarm. Also damit werden sie 50 Melonen halt easy hinbekommen. Und sie wissen auf jeden Fall auch, dass sie das brauchen werden für Cyan Farbstoff, für die Blume. Ich habe der sozusagen mal eine richtige Funktion gegeben heute. Ah, ich glaube, da fehlen noch ein paar. 30 haben wir jetzt. Aber Basti will doch jetzt safe auch nicht, dass wir die große Trimax Melonenfarm bauen, oder? Ich meine, vielleicht kommt der so früh, weil wir jetzt schon anbauen sollen. Checkst du? Ja, auch warum das. Kommt der auch jetzt schon? Beim letzten Mal war das so, der kam erst, als wir ihn brauchten. Das kann dann echt gut sein. Ey, dann mache ich die zu Seeds und baue die an, oder? Nicht, also ja, mach mal ein paar. Also du weißt, wie man das anbaut mit so irgendwie wassermäßig, aber ich weiß nicht so ganz genau. Ja, einfach am Wasser und an einem Spot daneben muss ja, auch genau. Frei sein, oder? Das Ding ist halt, das sind krass Unterschiede. Während die jetzt hier, also während Heiko und Co. noch die Melonen brauchen für den Sniffer und ganz vorne sind, brauchen Fabo und Veto keine Melonen mehr. Die haben das Sniffer-Eck eigentlich, die haben es schon einfach am Start. Der Sniffer kann dort einfach schon schlüpfen. Das ist einfach da. Und der wird gleich schlüpfen. Das heißt, die haben den Cyan-Farbstoff als erstes. Weil sie halt schon längst einen ausgewachsenen Sniffer haben werden. Mit Abstand als erstes. Aber sie brauchen halt noch ganz andere Items. Sie sind ja aktuell bei Lilypad. Das ist so insane. Sie können auf jeden Fall die absolut krasseste Aufholjagd aller Zeiten machen. Das wird insane. Das wird richtig geil. So, Kevin kümmert sich um die Melonenfarm. Clever. Ist wirklich clever. Weil sie werden früher oder später auf jeden Fall das Sniffer-Egg brauchen. Sie müssen sich so schnell wie möglich um den Sniffer jetzt kümmern. Ich habe da solche... Haben wir? Boom, haben wir. Lilypad. Okay, Lilypad habe ich keine Ahnung. Einfach am Wasser, oder? Kann Lilypad angeln. Angeln. Direkt angeln. Ja, okay. Die ganze Zeit an der Base. FI4-Buch. Das Interessante ist ja auch, Luck of the Sea auf der Angel bringt einem jetzt hier auch zum Beispiel gar nichts. Stegi angelt jetzt extra mit der Luck of the Sea-Angel, aber ja, ein Lilypad ist halt kein Schatz. Du willst keine Schätze. Deswegen, man sollte eigentlich mit einer normalen Angel in einem kleinen Becken. Ja, komm. Name Tag! Dann. Oh, langsam okay, reicht's, sag ich ehrlich. Es reicht. Uns fehlen noch vier Stück jetzt insgesamt. Okay, ich hab noch eine Melone. Und hier sind noch ein paar. Auf geht's. Zack. Mann. Oh ja, Heiko, wir haben's. Reicht? 100 pro. Bitte, ich trade, warte. Ja. Boom, Melonen sind da. Let's go. Villager, Sniffer. Let's go. Okay. Was passiert, wenn wir es anbauen und wir finden dann doch noch Moos? Dann ist es zu spät, glaube ich. Weiß nicht, ob wir das drunter austauschen können. So, Sniffer-Egg Nummer 2 steht mittlerweile auch. Und jetzt heißt es halt warten. Aber was auch eine Idee ist, die man nicht vergessen sollte, der Villager ist weiterhin da. Bedeutet auch, es würde Sinn machen, jetzt noch weiter Melonen zu farmen für mehrere Sniffer-Eggs. Denn der Trade ist ja nicht limitiert. Mehr Sniffer, mehr Wahrscheinlichkeit, dass man erstmal die richtige Blume bekommt. Ja, auch nicht. Der zweite Name-Tag! Beto! Sie haben den Sniffer! Der erste Sniffer ist da! Bei Team Nummer 1! Und der wird als erstes wachsen. Sie dürfen den jetzt auf jeden Fall nicht sterben lassen. Das könnte unfassbar wehtun. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich bin gespannt, wer am Ende gewinnen wird. Schreibt doch mal in die Kommentare, wem traut ihr am ehesten den aktuellen Win zu? Jetzt so nach fast 2 Stunden. Stegi angelt auch gerade. Wir angeln gerade zwei und keiner von uns bekommt Lilypad. Das ist einfach nur Arsch gerade. Wenn du Strings noch drumherum siehst, oder. Also, wir sollten die angeln. Lilypad! Ja, oh mein Gott, let's go, Bohnblock. Okay, Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, let's go, Bohnblock. Sie haben's. Was machen wir das für kaputt alles? Also, wir müssen ja Knochen wieder machen. Oh nee, wir brauchen echt Bohnblöcke. Ja, nicht ja. Bohnmehl, oder doch? Doch. Ich weiß nicht. Oh, Sniffer ist auf zweiter Stage. Oh mein Gott. Geil. Glaubt ihr, Stege wirklich checken, dass Cyan-Farbstoff sehr schwer wird? Also, blau, kein Problem. Lapis. Grün wird aber sehr, sehr schwierig. Mal sehen, ob sie auf das Rätsel schnell kommen. Ich glaube nicht, dass sie die Blume kennen. Nice, Cyan wohl. Wir brauchen Bone Meal und blaue Farbe. Lapis habe ich eingesammelt. Mm. Ist in unserer Basekiste. Das ist hellblau, was du meinst. Ich dachte, wir brauchen blau-grün, hätte ich gedacht. Grün, Kaktus? Angeln irgendwas? Kannst du googeln, was ein Sniffer uns droppen kann? Oh, Stegi! Können wir ihn umbringen, oder wie? Hey, nein! Sniffer-Loot. Kevin. Der kann so nach Sachen graben. Ah, hier, diggable. Mossblock, Mud, Muddy, Rooted Dirt, nee, Potsoul, Dirt, nichts in die Richtung. Kevin liest das Falsche vor. Das ist das, worauf er snifft. Glaubst du echt? Das ist das, was steht hier bei Wikipedia. Worauf er snifft und nicht, was er droppt, Kevin. Warum will Basti, dass wir das machen? Also Kaktus finden wir hier nicht. Es sind alles 1,20 Items. Gibt's irgendwie irgendwas Neues? Die Torchflower Plant. Was ist das? Der ist so eine neue Pflanze, die du durch den Sniffer bekommst. Der okay, also doch der Sniffer. Ist da! Oh mein Gott!
Let's go, bitte werd groß. Oh mein Gott. Er ist geschlüpft. Let's go, Junge. Alter, endlich. Mit was können wir sein Maul vollstopfen? Was nimmt er? Nichts, glaube ich. Ich glaube, der nimmt nur seine eigenen Sachen. Oh nein. Oh. Jetzt heißt es Melonen, warten. Magst du Melonen? Nee. Oh Gott. Aber guck mal, wie süß er aussieht, hä? Da ist es jetzt bestimmt drin. Oh, schade. Ich werf nochmal aus. Boah, ey, was jetzt? Wir haben gleich alle, wir sind gleich durch einmal. Dann nächste Reihe? Dann nächste Reihe auf jeden Fall, ja. Da ist ein Creeper neben dir. Oh mein Gott! Oh, das könnte unfassbar wehtun.